Hi guys. Come on, let's start. Hi guys. Hi guys. I just cried from the onions. So we're preparing specialty from Hungary. It's gulasch. We call it gulasch. Hungarian gulasch. So I'll show you how they do it. First, foyer. What is das unten? Papier? Papier, yeah. Oh, ich bringe es alles. Nein, ich bringe Zeitung. Zeitung, ja. Weil das ist so dick vielleicht, oder? Ich weiß nicht, ich bringe auf jeden Fall. Schön da! So, first fire and make it hot. And then we'll see what's next. Du bringst auch zum Sonnenmachen. And then fat. Next is fat. Oil. This makes oil. Traditional. So this fat belly produce a lot of fat. I have also fat belly. Oh, yeah. Yes. Yeah. It's a lot. Haut. Mit Haut. Die Haut wird dann so mit den Chips. Hexen. Hier ein bisschen. Ja. Wo ganz oben. Den Topf gibt es in Ungarn, oder? Ja. Ist dann auch cooler. So, next is Zwiebeln. Onion. 1 kilo, no? Ja, das ist ein hausgemacht. Ja. Klinge. Alter Auto rein? Ja. Aber praktisch. Wir haben eine. Feuern ist jetzt gut. Am Anfang war ein bisschen. So viel. Ja. Dann 3 kilo Fleisch. Das ist Rindbraten. Nicht, aber du kannst auch Schwein, aber vor ihm, ich glaube, das ist das Rindbraten. Das Part. Gulasch, okay. Boah, das ist aber kleiner geschnitten wie in Deutschland. Ja, ja, Akos hat das gemacht, weil du, das dauert Minimum 2 Stunden. Das ist kleines. Ja. Jetzt bist du schneller. Vielleicht. Und ich mache. Und die Kinder können.
einfacher essen. Ja. Kleiner ist. Das sieht gut aus. So, wir haben noch Zeit. Ja. Viel Zeit. Dann Tomaten und Paprika. Tomatoes und Paprika. Alle zusammen. So einfach, ja. Aber lange. I know that we're having this in Philippines, and we call it toromboren. Omruren. Omruren. Steer. Warum Deutsch ist so nicht so einfach? Laurel in English. So that's about Liebesturken. Und dann danach Wasser und dann Slow Cooking. 3 Stunden. So the Farbe is for paprika. Yeah. Salt. Pur. We're having leche flan. This caramel. That's why it's good.
one is ohne Kartoffel. Ohne Kartoffel, das ist Fleisch. Von diesem Fleisch. Kochst du eine Suppe oder so? Okay. Aber das heißt Halbstunde. 30 minutes left and then we can eat. 30 minutes left and then we can eat. Our first wine. First wine? Yeah. And garlic. And garlic? Yeah. And then a crescent. Then a crescent. Oh, looks good now. So far. So how do you mag nicht diese Paprika Stücke. Warum? Das ist ganz schön. Ja. Garlic am Ende, weil es kann auch bitter sein. Mhm. So nicht so viel Kohl. Ja. Aha. Wie hat man jetzt so fertig? Aber jetzt wird es auch richtig dick. Ja, die Soße wird dick. Warum? Angenehm. Ja, schön, ja. Das war ganz, ganz voll. Ja. Halb. Dann halb. Dann so, and it's finished. Gracias.